Ja, Gott zum Gruße, ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen, Hulda Offenbauer. Ja, für diejenigen, die neu sind auf unserem Kanal, wir sind diejenigen, die mit der Bibel die Lügen dieser Welt, dieser momentanen Welt aufdecken und wir haben die Lösung aus diesem Buch. Wir steigen heute die Videos dazu, findet ihr unten, die wichtigsten habe ich euch reingestellt, ansonsten schaut auf den Kanal rein und klickt euch das raus, was euch persönlich anspricht, ja, hört auf euch selbst. Wir steigen heute ein mit einem Thema, das sehr spannend ist, nämlich wir beleuchten kurz die Lehren von Dämonen, was das überhaupt ist und dass es so etwas überhaupt gibt. Dann schauen wir uns das Gleichnis vom Sauerteig an und in dem Zusammenhang die Juden. Und wir steigen gleich ein, auch mit einem Gleichnis. Ich war jetzt in den letzten Tagen in Spanien und da möchte ich euch auch ein Gleichnis erzählen. Ihr wisst ja, ich gehe gern laufen. Und in Spanien ist es so, dass gewisse Kräuter dort wild wachsen, ja, unter anderem der Rosmarin. Und ich dachte mir, ich pflück mir einen Rosmarin und laufe so und sehe da am Rand schön in der Wildnis, also ich bin am Strand entlang gelaufen und da sind so Hügel, die sind eben grün und da wächst sehr viel Unkraut. Und da war auch dieser Rosmarin und ich habe mir gedacht, ich pflück mir ein paar Ästchen ab, die nehme ich mal mit nach Hause. Und wie ich hingreife, wow, das waren lauter Stacheln. Ja, wisst ihr, wie Rosmarin ausschaut mit diesen kleinen Dinger? Hat genauso ausgeschaut wie ein Rosmarin. Es war aber kein Rosmarin, es war ein Dornengestrüpp, es waren sehr harte Dornen, also die haben sich nicht umgebogen, ich habe da voll reingegriffen. Ich habe mir das natürlich gemerkt, das mache ich nie wieder. Ich will damit was Bestimmtes sagen, nämlich die Wahrheit ist der Lüge täuschend ähnlich. Und die Wahrheit erscheint uns oft gut und schön und bringt uns Vorteile, aber im Endeffekt entpuppt sie sich dann als falsch und als Lüge. Und wir sind diejenigen, die Dummen, die dann drauf zahlen. Es tut weh, wenn man hingreift. Und um dieses Thema geht es auch heute. Wir steigen ein mit einem Vers und zwar aus 1. Johannes 5, 21. Da heißt es, da spricht Jesus, ja, und Jesus spricht zu seinen Jüngern und nennt sie hier in einer ganz besonderen Bezeichnung, nämlich er nennt sie Kindlein. Manche übersetzen es auch mit Kinder. Kindlein, das ist eine Anrede, mit der Lehrer seine ganze Liebe, Zuneigung und Wertschätzung für die ihm anvertrauten Jünger ausdrückt, ja, Kindlein. Und dann sagt er, was sagt er? Hütet euch vor den Götzen. Schauen wir uns jetzt einmal an, was sagt die Bibel zu dem Wort Götzen? Also das griechische Wort ist Eidolon und das bedeutet so viel wie, das kann entweder ein Bild oder eine Vorstellung sein, ja? Sei es jetzt materiell oder geistig, ja? Materiell, ich habe da mal ein Video drüber gemacht, ich stelle euch das auch unten rein, die satanischen Staubfänger, das sind die materiellen Götzen, die wir uns aufstellen, die auch einen gewissen Einfluss auf uns ausüben, ob wir das wissen oder nicht. Der ist da. Und der geistige Einfluss, der von den Götzen ausgeht, das sind die Geister. Ja, hinter diesen Götzen stehen Geister. Stehen geistige Mächte, stehen geistige unsichtbare Dinge, die unser Leben beeinflussen. Ja? Und es gibt so viele von diesen Spirits, ja? Der ganze Spiritismus, das ganze New Age, der ganze Esoterik-Schmarrn, das ganze mit diesen Engel- und Lichtwesen, da gibt es jetzt ein eigenes Video. Die Anbetung von nur Licht und Liebe, ja, diese ganzen Irrlehren, göttlich zu sein und alles ist in dir und du bist die Fülle und mit deinen Gedanken kannst du alles erschaffen und es gibt ja gar nichts Böses und es gehört ja alles zusammen, gut und böse, so wie Yin und Yang, Licht und Finsternis, also das wird sowieso alles bunt zusammengemischt. Der ganze Magnetismus, Jakob Lorber, Rudolf Steiner, es gibt so viele, ich kann sie da gar nicht aufzählen. Ja, so viel jetzt einmal zu diesen Götzen. Ja, wie gesagt, also entweder eine Vorstellung, materiell oder geistig. Das ist auch ein Gedankengut, eine Lehre. Ja, und für uns ist wichtig zu wissen, ein Götze ist ein falscher Gott. Ja, und mit diesen Götzen sind immer die Lehren verbunden. Ja, und der, von dem die Lehre ausgeht.
Ja, das heißt, wenn wir Götzen haben in unserem Leben, dann sollten wir mal schauen, wo kommt das überhaupt her? Ja? Also bitte schaut immer back to the roots, zurück zum Ursprung. Wo kommt alles her? Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Denn wenn man mal so richtig recherchiert und forscht, dann kommt man eh drauf. Und es geht ganz einfach auch, wenn man bestimmte Begriffe eingibt und dann Lüge dazu gibt oder Teufel dazu gibt. Dann kommt schon sehr viel, ja. Ich will aber jetzt nicht sagen, googelt da zu viel herum, ja, tut nicht zu viel Aufmerksamkeit drauf, aber trotzdem ein gewisses Grundwissen ist wichtig und ich sage das für uns sogar lebensnotwendig. Ja. So, und jetzt schauen wir mal. Ein Götze ist das, von dem oder von etwas man sich etwas erwartet, wo man einen persönlichen Vorteil hat. Das ist das, wo man sein Vertrauen drauf setzt. Ja, und wir müssen uns immer entscheiden. In der Bibel gibt es keinen goldenen Mittelweg. Wir dürfen nicht Birnen mit Zwetschgen mischen. Ja? Wir sind hier und wir müssen uns entscheiden. Entweder Götze oder Gott. Ja? Und das hat auch Jesus gesagt in Lukas, natürlich mit einem 13er Vers, Lukas 16, Vers 13. Ihr könnt nicht Gott, ja, da ist Gott, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Ja? Mammon ist zuerst einmal ein Begriff für Geld, für Besitz, für Reichtum, für Verdienst. Das ist ein relativ breit gefächertes Wort, umfasst sehr viel, ja, und wird aber auch als Götze personifiziert in Konkurrenz zum wahren Gott. Das ist das, worauf man sein Vertrauen setzt. Ja. Worauf setzt du dein Vertrauen? Worauf setzt du dein Vertrauen, wenn mal alles schief geht? Ja, sind da vielleicht Menschen, Götzen, wo du Hilfe suchst? Oder worauf setzt du dein Vertrauen, wenn du krank bist? Ist es der Arzt? Oder ist es dieses Buch hier? Götze, Gott, wir stehen in der Mitte. Wir haben immer die Entscheidungsmöglichkeit. Aber je nachdem, wie wir uns entscheiden, tragen wir auch die Konsequenzen. Und Gott sagte schon in den 10 Geboten: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter oder Götzen neben mir haben. Und alles, was Gott dir geben will, und du holst es woanders, ist Götzendienst. Und jetzt fragen wir uns mal, was will Gott uns alles geben? Römer 8, 32. Wie wird Gott uns mit Jesus Christus nicht alles schenken? Okay? Alles. Betonung liegt auf alles. Alles will Gott uns schenken. Also wozu braucht man dann noch Götzen? 1. Korinther 1, 30. Aus Gott kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. Er ist uns geworden zur Weisheit von Gott, zur Gerechtigkeit und zur Heiligkeit. Was braucht der Mensch mehr? Alles, ja, wir haben alles in Jesus. Und dann haben wir noch eine Warnung im 2. Korinther 6, Vers 16 und 17. Da heißt es: Was hat der Tempel Gottes gemeinsam oder Gleichheit mit den Götzen? Ihr aber seid der Tempel des lebendigen Gottes. Wie denn Gott spricht: Ich will unter ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie soll mein Volk sein. Gott will unser Gott sein. Wisst ihr, was das heißt? Gott will unser Gott sein. Müsst ihr euch einmal fragen, was ist Gott für dich? Was ist Gott für mich? Ja, die Frage ist, glaube ich, ganz interessant. Ja? Und da gibt es nichts. Wenn wir der Tempel sind, in dem Gott in uns und unter uns wohnen will, dann kann man da nicht mit Götzen was machen. Das geht nicht, das ist unvereinbar. Und je näher wir zu Jesus kommen, umso weniger brauchen wir diese Götzen. Ja, bis man letztendlich dann sagen kann, in Jesus Christus habe ich alles. Und das Vorige erscheint mir alles als Dreck, so hat das auch Paulus genannt. Ja. Das ist die eine Seite, ja. Ich will das jetzt nicht verharmlosen, ja. Es gibt die andere Seite und ich werde auch zeigen, dass es gefährlich ist, Götzen zu haben, sich auf Götzen zu verlassen, ihnen zu vertrauen, ja sogar an sie zu glauben, Umgang mit ihnen zu pflegen, in welcher Art auch immer, sei es jetzt im geistlichen oder im materiellen Bereich, ja. Schauen wir uns jetzt noch einmal an. Hütet euch vor den Götzen, Kindlein, hat Jesus gesagt. Es gibt noch einen versteckten Zusammenhang, wo Jesus dieses Wort zu seinen Jüngern noch einmal spricht. Hütet euch, ja?
hütet euch, und zwar Matthäus 16,6 spricht Jesus zu seinen Jüngern, seht zu und hütet euch, ja, und dieses Wort hüten heißt, haltet euch ferne. Haltet euch ferne, das heißt auch etwas seine Aufmerksamkeit schenken, ja. Also passt auf, worauf ihr eure Aufmerksamkeit setzt, ja. Das gilt auch in unserer Zeit heute mit den ganzen Videos, die da mal dumm kursieren und schwirren. Worauf habe ich mein Augenmerk gelegt? Wo geht meine Aufmerksamkeit hin? Ist es dieses Buch? Studiere ich dieses Buch? Oder knalle ich mir am Tag 5 Videos oder vielleicht noch mehr rein, die mir zeigen, was in der Welt abgeht? Ich meine, wir wissen es eh, das zieht sowieso nur weiter runter, aber es gibt im Endeffekt bei diesen ganzen Videos fehlt mir immer die Lösung. Ja, und wie gesagt, die Lösung haben wir nur in dem einen Buch. Gut, also Jesus spricht zu seinen Jüngern, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer. Schauen wir uns die Geschichte jetzt einmal ein bisschen näher an, steigen wir in diese Geschichte ein. Ja, in Vers 4, es geht hier um die Pharisäer und um die Sadduzäer. Und in Vers 4 nennt Jesus sie ein böses, ehebrecherisches Geschlecht. Ja? Aus dem Mund Jesu kommen diese Worte. Und wir lesen jetzt weiter. Also wir haben dann Vers 4, werden sie genannt, und in Vers 5 lesen wir dann den Zusammenhang, wie Jesus das sagt. Als seine Jünger an dem jenseitigen Ufer angekommen waren, hatten sie vergessen, Brote mitzunehmen. Ja? Vers 6. Jesus aber sprach zu ihnen, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer. Sie aber überlegten bei sich selbst und sagten, das sagt er, weil wir keine Brote mitgenommen haben. Vers 8. Als aber Jesus es erkannte, sprach er, was überlegt ihr bei euch selbst, ihr Kleingläubigen, dass ihr keine Brote habt? Ja, also Jesus tadelt hier etwas, dass sie kleingläubig sind mit die Brote, weil dann sagt er, versteht ihr immer noch nicht, erinnert ihr euch nicht an die 5 Brote der 5000 und an die 7 Brote der 4000, ja, wo Jesus das Brot vermehrt hat? Wie versteht ihr nicht, dass ich nicht vom Broten zu euch sprach? Hütet euch aber vom Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer. Da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sich zu hüten vor dem Sauerteig der Brote, sondern von der Lehre der Pharisäer und der Sadduzäer. Ihr wisst ja, was ein Sauerteig ist. Ja? Ein Sauerteig ist, das bereitet man vor, das ist ein Vorteig, entweder mit gewissen Dingen angereichert, Hefe oder so, das ist ein Vorteig. Und diesen kleinen Vorteig mischt man dann in das ganze Mehl und mit den anderen Zutaten zusammen, und der durchdringt von innen heraus alles und durchsäuert dann alles. Ja? Und das ist damit gemeint, der Sauerteig. Ja? Das heißt, Jesus warnte vor dem gefährlichen Einfluss und er erinnerte sie daran, dass er damals reichlich für Brot gesorgt hatte und sie das Brot der Pharisäer überhaupt nicht brauchen. Ja? Doch wie schnell vergaßen sie die Wunder. Ja? Sie waren widerspenstig, unempfänglich und unfähig, geistige Wahrheiten zu verstehen. Und wie gesagt, er erinnert sie an die Fähigkeit, jeden Mangel zu stillen. Ja, diese Wunder sollen uns viel, viel mehr zeigen, nicht, dass sie was zu essen hatten. Man muss immer den Hintergrund anschauen, man muss das im Großen und Ganzen beleuchten, was in diesen Wundern, die Jesus tat, wirklich drinnen steckt und was das für uns bedeutet. Ja, das steht ja nicht zufällig da drinnen. Das bedeutet etwas für unser ganz persönliches Leben, für dich, für mich, für uns alle. Ja. Also der Sauerteig der Pharisäer symbolisiert die falsche Lehre von ihnen und ihre Heuchelei. Ja. Jetzt schauen wir uns das Wort Lehre einmal an. Das griechische Wort Lehre ist Didasko. Das heißt, das ist eine Lehre, eine Unterweisung, eine Unterrichtung mit der Absicht, die Kenntnis desjenigen zu beeinflussen, der gelehrt wird, und dass er es dann auch aufnimmt. Die Sache, auf die ein Lehrer hinzielt, wenn er lehrt, ist die Formung des Willens dessen, der gelehrt wird. Nämlich durch Mitteilung von Wissen. Ja, das macht ein Lehrer. Und die Autorität des Lehrers steht hinter der Lehre. In der Bibel gibt es viele Lehren. Ja? Wir lesen zum Beispiel von der Lehre von Jesus. Wir lesen von der Lehre der Apostel, wir haben eine Lehre von einem Bileam, wir haben die Lehre der Nikolaiten, wir haben die Lehre der Isabel und wir haben auch noch
Die Lehre von Dämonen. Das heißt, das sind Lehren von Geistwesen, ja, die den Menschen gegeben wurde und die sie dann verbreiten. Aber da stecken Geister dahinter. Da stecken Spirits dahinter. Ja. Und die findet man jetzt, genau dieses Zeichen ist ein Zeichen unserer Endzeit, dass das hier verstärkt auftreten wird. 1. Timotheus 4,1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, ja, und dieses Wort ausdrücklich wird hier verwendet, damit ausgedrückt werden soll, damit die zitierte Aussage, die jetzt kommt, ganz offen und zugänglich ist und in keiner Weise verborgen oder geheimnisvoll. Ja, also das ist ganz offensichtlich. Der Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Da haben wir das jetzt, die Lehren von Dämonen. Betrügerische Geister stecken da dahinter. Und das Wort von diesem Glauben abfallen, das haben wir dann wieder im 2. Thessalonicher 2, wo der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Sohn des Verderbens, der Antichrist beschrieben wird. Ja? Da wird gesprochen, dass vorher der Abfall kommt, bevor dann dieser Antichrist offenbart wird. Und das ist ein Zeichen der Endzeit. Ja, dieser Glaubensabfall geschieht durch die Aktivität des Antichristen. Und das sind unter anderem seine Spirits, die er aussendet in die ganze Welt. Ja. Und das griechische Wort dafür, für diese Verführung, die Satan hier macht, das ist eine Irreführung, eine Verführung. Das ist Plané, heißt das. Ja. Und das heißt eben, das lenkt weg von Jesus. Das hat nicht im Mittelpunkt diesen fleischgewordenen Jesus, diesen gekreuzigten, auferstandenen Jesus, die Lehre der Versöhnung, sondern das steht dem Evangelium von Jesus Christus entgegen. Evangelium wissen wir ja, das ist die Botschaft vom Reich Gottes und von der Rettung und Heilung durch Jesus Christus. Und dem steht es entgegen, beziehungsweise will es sogar behindern. Also schaut mal, die Lehre, die ihr habt, führt mich das jetzt hin zu diesem Jesus, der da drinnen beschrieben ist, oder führt mich das weg? Ist das der Mittelpunkt oder nicht? Das ist der Maßstab, das ist unser Maßstab. So, jetzt, wie gesagt, wir sind beim Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer. Schauen wir uns jetzt einmal an, wer waren die Pharisäer und die Sadduzäer. Die Pharisäer, das war eine jüdische Partei. Ja? Jüdisch, ja, ich möchte das jetzt allumfassend, möchte ich euch was zeigen. Es war eine jüdische Partei. Unter der Leitung der Schriftgelehrten waren sie auf die peinliche Einhaltung des Gesetzes, haben sie darauf Acht gegeben. Sie waren römerfeindlich und Gruppenangehörige bezeichneten sich als Weise, als Genossen und sie nannten sich auch die Abgesonderten. Ja? Und ich habe euch schon einmal gesagt, passt auf, es gibt in der Bibel bestimmte Begriffe, ob das jetzt ist, heilig oder klug, das hat doppelte Bedeutung. Ja, klug kann zum Beispiel auch listig heißen und heilig muss nicht immer heilig sein. Heilig heißt nur abgesondert, ausgesondert für einen bestimmten Zweck. Ja? Und wenn sich die jetzt die Abgesonderten nennen, dann nennen sie sich auch die Heiligen. Ja? Das heißt, sie sind für Gott ausgesondert. Jetzt ist die Frage, welchen Gott? Ja? Jesus sagt ja in Johannes 8,44, wer ihr Vater und wer ihr Gott ist. Teufel selbst, ja. Und dieser Jahwe, dieser alttestamentliche Jahwe alias Satan. Und diese jüdische Partei der Pharisäer, also diese Pharisäerpartei, da gibt es ein griechisches Wort, das haben wir schon oft besprochen, das Wort Archon, ja, wo wir auch gesagt haben, die Archonten, wir haben ja beleuchtet, dass es in unserer Welt, in unserer unsichtbaren Welt, gibt es eine geistige Dimension von Mächten, Gewalten und Kräften, die hinter dem Herrschaftsbereich der Welt stehend, können wir uns das vorstellen, und das sind Wesen, die lenken unsere Eliten, unsere Regierungen, alle, die auf der Welt da was zu sagen haben. Ja, das sind Geister, die dahinter stehen. Das sind die Archonten. Jesus hat uns in Auftrag gegeben, diese Welt von den Archonten zu befreien. Da haben wir ein göttliches Mandat dazu. Und dieses griechische Wort Archon, das bedeutet eben Herrscher, Oberster, Regent, Regierung oder Autorität. Ja? Und ein Archon der Juden ist ein Mitglied des Hohen Rates und gehört zur Pharisäerpartei.
kann auch Synagogenvorsteher heißen. Ja, also wir haben da immer die Juden. Was sagt Jesus über die Juden? Matthäus 23, 33. Das ist das Kapitel, wo die Wehrufe über die schriftgelehrten Pharisäer ausspricht. Ja? Und in Vers 33 nennt er sie Schlangenbrut, Otterngezücht. Kinder der Schlange. Ja, damit haben wir wieder die Bestätigung, wenn er in Johannes 8, 44 sagt, euer Vater ist der Teufel. Das heißt, die Kinder sind dann Schlangenkinder, ist dann die Schlangenbrut. Ja? Und wir wissen ja, die Juden hatten ihren Gott, ihren israelitischen Gott, das war Yahweh, ja? So haben wir wieder die Bestätigung. Falls das für euch neu ist, Yahweh, alias Satan und so, ich stelle euch unten einen Blog rein, der das mit Bibelstellen relativ genau erklärt. So, das waren jetzt die Pharisäer, eine jüdische Partei. Die Sadduzäer waren eine jüdische Partei. Das war eine jüdische Partei der Reichen unter dem führenden Einfluss der Hohepriester. Ganz wichtiger Begriff. Hohepriester, ja. Die waren wieder römerfreundlich. Was sagt Jesus über die Sadduzäer? Matthäus 22, 29. Ihr irrt, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes. So viel jetzt einmal. Ein kurzer Überblick. Pharisäer, ja. Sadduzäer, beides jüdische Parteien. Die Juden. So, jetzt, ich muss ganz weit ausholen und habe, während ich da ausgeholt habe, etwas mit hineingenommen und da möchte ich euch jetzt zu etwas aufrufen. Ich hoffe, wir kommen da jetzt noch dazu. Und zwar die Juden. Hasidismus oder Chassidismus, ja, das kommt von dem hebräischen Chassidim und heißt so viel wie die Frommen. Es bezeichnet verschiedene Bewegungen im Judentum, ja. Merkt euch bitte, da nehmt euch einen Zettel und schreibt euch einmal auf, was es so alles zu den Juden zu sagen gibt und prüft es, ja. Bitte glaubt mir nicht alles, ja, vielleicht verzapfe ich da nur Blödsinn. Bitte prüft alles, glaubt nicht alles, ja. Setzt euren Menschenverstand ein und prüft alles. So, jetzt schauen wir mal die Frommen, ja. Chassidim. Im Neuen Testament gibt es dieses Wort auch, die Frommen. Das ist dieses Wort Eulabes und heißt eben gottesfürchtig fromm. Das ist nur die Frage, welchen Gott, der hier angebetet wird. Und dieses Wort Eulabes kommt nur viermal im Neuen Testament vor. Ja? Und an diesen vier Stellen geht es immer um die jüdische Frömmigkeit. Ja? Bitte im Kopf behalten. Juden sind die Frommen. Chassidim, Chassidismus. Und Jesus spricht über die Juden. In Johannes 8, 26, vieles habe ich über euch, in Vers 22 werden die Juden angesprochen, zu reden und zu richten. Ja? Wie gesagt, wir haben die Pharisäer, Sadduzäer, alles, was immer Jesus darüber sagt, das ist für uns wichtig. Ja? Weil, erinnert euch, was Jesus sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und behaltet immer den Vers im Kopf, dass Jesus zu uns gesagt hat, wir werden die 12 Stämme Israels richten. Ja, das kommt eh alles noch. So, wir sind bei den Chassidim, die Frommen, die Juden. Da jeder Fromme als Chassid bezeichnet werden kann, ist häufig unklar, ob mit den Quellen, wo eben diese erwähnten Chassidim erwähnt werden, ob jetzt die Gesamtheit der frommen Juden gemeint ist oder eine konkrete, strukturierte Gruppe gemeint ist. Ja? Ja, das ist ganz, ganz wichtig für uns zu wissen. Entweder sind es alle frommen Juden oder es ist eine kleine, strukturierte Gruppe. Oder eine, muss ja nicht klein sein, eine konkrete, strukturierte Gruppe. Das kommt aus dem Zusammenhang hervor. Der Begründer, genau, seit dem Holocaust, eben seit der Judenvernichtung, konzentrieren sich die chassidistischen Gemeinden auf New York, Jerusalem und haben im Moment wieder einen starken Aufschwung. Und wir werden das sehen, wo das heute der Fall ist. Es gibt nämlich eine jüdische endzeitliche Bewegung und die werden als Lubavitcher oder Chabad oder Chassidim bezeichnet. Ja?
Das ist eine, könntest du es ruhig alles googeln, ja? Das ist kein Geheimnis. Es ist eine Eliteorganisation von Juden, die bestimmte Lehren und Mysterien in ihrer Lehre haben, was aber total geheim und verborgen ist, was wir nicht wissen dürfen. Also das Volk halt, die Menge, die Nationen. Ja, also sie haben da die Kabbala, sie haben Okkultismus, sie haben dieses ganze Wissen der Mysterienschulen mit drinnen und mit dem beschäftigen sie sich. Ja, und das ist eine Art Geheimpolitik. Und sie sehen sich selbst als Werkzeuge der göttlichen Prophezeiung, den Messias herbeizurufen, herbeizuproklamieren. Ja? Und das sind circa 100.000 Mitglieder weltweit. Und diese Bewegung, diese, wie wir sie eben genannt haben, Lubavitcher, Chabad oder Chassidim, die haben, die sind die Anführer vom ganzen internationalen Judentum, werden aber von den orthodoxen Juden abgelehnt, weil sie nehmen die Gebote nicht ernst, ja. Also dieses Chabad Lubavitch sagt, man muss nicht unbedingt die Gebote einhalten, ja. Ob das jetzt die 10 Gebote sind oder die 600 jüdischen, soweit. Ich bin selber noch am Recherchieren, ja. Das ist ein sehr interessantes Thema. Auf jeden Fall, sie nehmen es mit die Gebote nicht ernst, muss man nicht. Und diese Chabad Lubavitch, da gibt es ein Video, ja. Und jetzt kommt die Aufgabe an euch. Ich stelle euch unten dieses Video rein, das heißt Chabad Lubavitch, die Verbindung zwischen Donald Trump und Wladimir Putin. Ja. Ich stelle es rein, ich sage nicht, es ist gut, ich sage nicht, es ist schlecht, ich stelle euch es rein, damit ihr es euch anschaut. Glaubt es nicht alles, prüft es bitte selbst. Ich bin auch gerade mittendrin, all diese Aussagen zu recherchieren, nachzuforschen, ob das wirklich alles stimmt, was dort gesagt wird. Es ist ganz schön viel. So, jetzt kommt noch zu dem Ganzen ein Begriff dazu, ein jüdischer Begriff, und zwar Kohen. Kohen, das ist eben ein hebräischer Begriff und das ist gemäß der Überlieferung eine Untergruppe von den Leviten. Die haben Tempeldienst ausgeführt in den 12 Stämmen Israels und sie waren die direkten Nachfahren Aarons, der ein Bruder von Mose war. Mose übrigens war ein Großmeister der Freimaurer. Ja, das steht in dem Gesellenlied der Freimaurer drinnen, dass er da auch dabei war. Kohen. Die Juden sprechen auch von einem großen Kohen. Das heißt Hohepriester. Ja, das war die höchste religiöse Autorität des Judentums. Und beim aaronitischen Segen, also das ist dieser aaronitische Segen. Da wurde ein bestimmtes Handzeichen gemacht, dieses dreieckige Handzeichen. Ja, und das kann man auch nachschauen bei gewissen Hohepriestern. Am Grab ist dieses Dreieck und oben die Krone. Das ist sehr interessant. Ja, das ist dieses Zeichen hier, dieses Dreieck. Oder so halt, so gerade ist das gelehrt gemacht, genau so. So, Kohen, Hohepriester. Jetzt erinnert ihr euch vielleicht, ich weiß nicht, welcher Jahrgang ihr seid, aber es gibt einen Sänger und der heißt Leonard Cohen. Und dieser Leonard Cohen, ich habe da ein bisschen recherchiert, ja, und ich habe da gefunden, dass Leonard Cohen, bevor er die Bühne, wenn er schon, als er auf der Bühne war, bevor er ein Lied singt, eben dieses Lied, wie heißt es, Die Zukunft, hat er etwas gesagt, ja? No matter how kind, na, ich übersetze euch das auf Deutsch, gleich ist ja wurscht, wie es auf Englisch ist. Sinngemäß heißt das auf Deutsch. Also ich habe diesen Artikel gefunden und da steht drinnen, dass Leonard Cohen, da steht, hier wird gesagt, dass der Teufel selbst durch Cohen spricht. Und da sagt er sinngemäß, egal wie freundlich, wie warmherzig ihr alle seid, es wird mich nicht von meiner Aufgabe ablenken, die da ist,
erst Manhattan zu übernehmen und dann Berlin und etliche andere Städte, um mit ihnen zu machen, was ich will. Das waren die Worte, die Leonard Cohen auf der Bühne gesprochen hat. Und ich bitte euch, wenn ihr Zeit habt, schaut euch einmal die Liedertexte an von Leonard Cohen. Ja. Ich habe das auch gemacht, ich habe verschiedene, Frank Sinatra zum Beispiel, gehört ja auch dazu, zu diesen Freimaurern und den ganzen Dings. Es ist interessant, wenn man sich die Liedertexte anschaut von solchen Menschen, ja, da steckt so viel Wahrheit drinnen, so viel versteckte Hinweise, die für uns sehr interessant sind. Ja. Und ich möchte da kurz mal was anschneiden, und zwar gibt es ein Lied von Leonard Cohen, müsst ihr mal anschauen, wie er auftritt, ja, er hat diesen typischen Hut auf und ja, das Lied heißt Die Zukunft, ja, da kommen Begriffe vor in einem Atemzug, Stalin und Paulus, da wird der Fall der Nationen beschrieben, Bibel kommt vor und dann die Himmelsräder stehen still, ihr spürt die Peitsche des Teufels, macht euch bereit für die Zukunft. Sie ist Mord. Dann gibt es ein anderes Lied von ihm, Everybody Knows. Da wird beschrieben, dass eine Seuche kommt. Ja, dann wird gesprochen vom blutigen Kreuz von Golgatha. Vom Herz Jesu wird gesprochen. Dann gibt es noch das Lied So Long Marianne. Ja, da wird gesprochen vom Engel, vom Kruzifix. Und dann gibt es ein ganz bekanntes Lied von ihm, das heißt Halleluja. Ja, Halleluja, wisst ihr, das heißt, lobe diesen Jahwe-Gott. Ja. Und ja, ich muss leider wieder Schluss machen. Wir machen hier einen Zwischenstopp. Es geht beim nächsten Mal dann weiter mit den Chassidim, mit den Juden, mit den Frommen, was das in der Bibel weiter bedeutet. Bis dahin wünsche ich euch wie immer Gottes reichsten Segen.